Und hi! Und an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Defenders. Mein Name ist Lucy und heute Nacht oder Abend mit am Start ist der berühmt-berüchtigte Kilt Kaio! Yeah, jetzt alle bitte einmal applaudieren. Auf Lucy, sag mal Lucy, sitzt du jetzt wieder vom Mikrofon ein bisschen entfernt? Hört sich das so an? Ja. So besser? Ja, so ist besser. Okay, gut. Okay. Ja. Wir sind bereit. Ich habe hier noch was gebaut, Losi, während du weg warst. Ja, okay. Was denn? Hier, die zwei Kanönchen. Wo bist denn du? Ach da. Hier, stehst ja vor mir. Hier beim Kristall. Ach so. Ach so, geil. Dann werde ich dir direkt erstmal hier auch. So. Und Leute, wir haben gerade festgestellt, dass der Ton der letzten Videos bei mir, wahrscheinlich werdet ihr das gar nicht feststellen, weil wir das irgendwie zusammen managen werden. Aber mein Ton, also von mir, wurde tatsächlich über meine Facecam aufgezeichnet. Also, ja. Naja, egal. Ich bin ready. Ich bin auch ready. Dann würde ich mal sagen, ready go. Yeah, vorletzte Welle. 322 Jungs und Mädels der bösen Truppe. Und am Start. Ja. Oh. Aber das ist nicht so gut. Okay, jetzt. Das ist ein Ninja. Piesel dich, du blödes. Halt die nacktes. Die sehen aber auch echt merkwürdig aus, ne? Muss man einfach mal sagen. Da kommt Möwen angeflogen. Hoffentlich wird er abgeschossen. Hoffe ich auch. Nee, er wird nicht abgeschossen. Ah doch, jetzt ist er am Boden gelandet. Der Saftsack. Guck mal, was hier oben abgeht. Da oben hält sich alles sehr gut. Hey, lass mich in Ruhe, du. Ah, sie werden aber alle abgeschossen. Perfekt. Oh, die ist noch gar nicht aufgefallen, dass die Schamanen ja alle Truppen heilen. Hallo, was? Ja. Wer ist durchgebrochen? Ein kleiner Scheiß ist durchgebrochen. Wie auch immer. Man kann nicht mehr so schön schnetzeln wie vorher. Wieso? Weil die Gegner mehr Leben haben. Ach so, also ja. Es geht nicht mehr so durch wie mit dem warmen Messer durch Butter. Es geht zwar noch gut, aber nicht mehr ganz so toll wie vorher. Aua! Hallo, Jungs, ich bin hier da am Heilen. So, jetzt aber heilen hier. Kann ich nicht mehr nehmen. Da ist doch schon wieder jemand zugegangen. Hier, hallo. Oh, wir sind ja da hochgekommen. Da stand der mal da eben da oben hoch. Uhuhu, geschafft! Yeah! Perfekt. Perfekt. Letzte Welle, okay. Oh, Level up. Na bitte. So, okay, dann jetzt kann ich 360 Mana schon haben. Okay, jetzt müssen wir mal die Bowlingkugelgeschütze auch aufwerten unbedingt. Wupp, einmal. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Mana. Die einigen, teilweise sind die ja schon aufgewertet. Oh, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Oh, wie viel die aber auch rumliegt, der ist. Und schon wieder die Hälfte voll. Ey, dein Schwert hat ja voll die coolen Blitze. Ja. Voll cool. Wusstest du, dass man im Ego-Shooter-Modus spielen kann? Ja. Ich weiß gerade nicht mehr wie, aber... Mit Mausrad nach vorne scrollen. Ah ja, genau. Sieht ja vielleicht verrückt aus, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Voll crazy. Sieht aber auch irgendwie lustig aus. Es gibt bestimmt Spiele, die wirklich so nur so funktionieren. Also in der Perspektive auch. Dann auch so gemacht wahrscheinlich. Verdammt. So. Boah, jetzt haben wir echt Mana im Überfluss, können aber nicht aufwerten, weil wir einfach noch nicht 400 Mana haben können. Mhm. Das ist wohl wahr. Echt ein bisschen sehr ärgerlich. Ja. Das können wir noch ein bisschen aufwerten. Die Würfel kommen immer von da hinten, oder? Durchs Fenster. Die kommen immer von da, wo ich jetzt hinschieße, glaube ich. Ah ja, okay. Von da so und auf der anderen Seite halt durch diese Torbögen. Deshalb habe ich auch gesagt, tu die dahin, damit die da extra direkt drauf zielen, weißt du? Ja. So, ich bin bereit. Ja, ich bin auch bereit. Boah, 637 Gegner. Boah, jetzt geht's rund. Das wird jetzt echt sehr, sehr heftig werden. Aber guck mal, was da für Massen rauskommen. Guck mal auf der Karte.
Oh, ein Ninja ist schon da. Ein Ninja ist schon da. Ach du Scheiße. Boah, wie viele das sind, heilige Kacke. Juhu! Boah, ja, fucking Ninja. Macht doch schon Spaß. Sicher durch die Massen zu schnitzeln. Die Wyvern werden... Ach, oh, was? Oh, das... was? Wo ist denn? Ein Ogre ist... Oh! Da ist er auch direkt bei mir. Hoch, laufe ich ihm direkt vor die Füße. Dieser Mistviech, oh, scheiße, ich muss mal gerade hier weg. Ich gehe mal gerade hier weg. Oh, der Wyvern macht Mist da oben. Aber es ist nur ein Wyvern. Wyvern ist für mich nicht wirklich gefährlich. Heilen, so. Noch steht geht's gerade schlecht. Da haben der Ogre macht mir Sorgen. Aber ich klopp ihn runter, Ich komme. I'm coming. Ah, die Würfer machen nichts. Sind ein Problem. Eigentlich. Die Viecher kommen nicht durch, das sind nur die gewonnen. Aber der Ogre ist jetzt viel. Okay, er hat gebrüllt, das heißt, er ist gleich tot. Und ich muss mich zurückziehen, ich bin tot. Wieder erscheinen 5, 4, 3, 2, 1, okay, aber nicht mehr. So, oh, ich bin auch tot. Sind wir gerade gleichzeitig tot? Ich lebe noch. Jetzt ist der Ogre aber tot. Und was wird denn der Kristall schon wieder angehen? Da oben. Gekommen. Gar nicht so viel. Ach du Scheiße, guck mal da. Ja, da kommen sie. Ach du Scheiße, wie kriegen wir die denn hinüber? Warte, das machen die Geschütze eigentlich. Okay, dann gucke ich mal hier weiter. Ja, die Geschütze machen wir. Ja, sehr gut. So wie ich es mir vorstelle. Endlich mal was, wie ich es mir vorstelle. Oh, aber hier funktioniert es so. Da sind die Geschütze viel zu sehr auf den Hintern reduziert. Boah, die kleinen Viecher und die kleinen Goblins haben jetzt schon 1000 Leben. Was? Das wird echt immer heftiger. Der Kristall wird angegriffen. Oh, da sind zwei Goblins durch. Verpisst euch, ihr kleinen Arschlöcher. So, okay, hier reparieren. Also hier unsere Abwehranlagen funktionieren eigentlich ganz gut, ne? Ja, ja, die funktionieren schon, ich hoffe, da ist einer drin. Die Kleinen kommen ab und zu mal durchgerutscht. Genau wie die Wyvern, aber wir werden es schaffen. Wir werden es definitiv schaffen. Ja, guck mal, wir haben es schon fast geschafft. Ja, wir sind schon fast fertig. Mein Gott, sind wir gut. Ja doch, wir schlagen uns wirklich verlassen. Dafür, dass wir nur zu zweit sind. Ja, geil. Wieder mal geschafft. Wow. Ja, Stufenaufstieg schon wieder verfügbar. Ja, das geht jetzt ganz schnell immer. So, nehme ich denn jetzt mal... Ich würde sagen, wir gehen mal auf Schaden, ne? Perfekt, Mundo. Wie lange nehmen wir schon auf, die Folge? Dann geht die schon... 11 Minütchen. Okay, dann können wir noch ein paar... Können wir ein bisschen was einsammeln. Ja. So, ich guck mich mal hier um. Die Waffen, die sehen cool aus, aber die sind leider nicht besser als meine. Das ist das Problem. Okay. Ach, das rüste ich mal aus. Und ach, das haben wir ganz schön. Nicht besser. Meine Itembox sind eigentlich voll. Oh, ja, das erklärt sich selbst. 330 von 320 Items habe ich in meiner Itembox. Hm. 10 Items mehr als eigentlich möglich. Wie auch immer ich das geschafft habe. Das erklärt, warum ich nichts aufsammeln kann. Ich muss auch irgendwann mal meine Itembox ausmessen. Oh, ich habe aber gerade einen erheblichen Frame-Einbruch gehabt, ey. Ja. Ja, aber jetzt geht's wieder, jetzt hat sich's wieder eingekriegt. Ah, da war ich auf 12 Frames runter. Ja. Na gut. Also ich habe mir alles angeguckt. Hier ist auch nichts für mich dabei, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich guck mir jetzt mal hier noch ein bisschen die Karte an, weil das ist doch eine ganz schöne Karte. Guck mal hier. Willst du mich ein bisschen umgucken? Ich komme mal. Hinten ja, aus dem Fenster aus. Gucken.
kommt denn das Wasser her? Kommt Wasser aus dem Nichts. Nein, was? Man kann da runter? Okay, das wusste ich nicht. Naja, jetzt bin ich wenigstens ein bisschen schlauer. Aber trotzdem, es gefällt mir. Es ist eine schöne Map. Ja. Auch wenn sie jetzt nicht derartig aufwendig wie manche andere gestaltet ist, aber es ist trotzdem cool. Guck mal, die haben hier Totenkopfschilder aufgestellt. Habe ich auch gesehen. Guck mal, kann ich hier auf den Vorsprung? Oh, alles klar, geht nicht. Lucy ist hinüber. Kann man, da glitscht man einfach durch diese. Hab's schon gesehen gerade. Na gut, gehen wir mal einfach in den nächsten Level. Yep. Wertvollster Spieler killt Chaos. Aber du bist ja auch eher der Unterstützer, sagst du, ne? Ja, das bin danke, ich. Danke. 1213 Kills. Ja, deine Blockaden haben gute Arbeit geleistet. Ja. Gute Stellen dafür, die Blockaders. Ja, ich würde sagen, dann nächster Level. Ja. War jetzt am nächsten Level fort. Wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt ein recht schweres Level. Ja. Der Thronraum. Ja. Oder der Thronsaal. Der Thronsaal wahrscheinlich. Ja. Aber cool. Eine meiner Lieblingskarten unter anderem auch wieder. Schön gestaltet, schön immer. So, okay. Nein. Aber übersichtlich, übersichtlich. Ja, ja, da kommen, können die nur aus ganz bestimmten Richtungen kommen. Kannst du was mit 270 Mana anfangen, mit 170 Mana anfangen? Komm mal hier. Immer noch, immer noch. Und hier ist auch noch eine Kiste. Gut. Sammel ich selber noch ein bisschen Edelsteine. Gut, dann gucken wir mal, wo. Da sind die Kristallos. Machen wir. Können natürlich auch ganz wunderbar einfach hier durchmarschieren durch diesen sehr breiten Gang, ne? Ja, das ist allerdings, das ist, allerdings man kann ihn zubauen, dass die da gar nicht mehr durchkommen. Ja. So, ich gebe dir mal die Sachen, weil du brauchst die eher als der Stecher. Dann kommen die hier raus, kann hier auch rüberlatschen. Ja. Ich finde dieses Ping so lustig. Oh ey. Ich sehe da mal rumrufen. Ich muss mal C drücken. Hypnisch. Hört sich an wie die Minions. Ja, so ein bisschen, ne? Stimmt. Wenn du es gerade so sagst. Ich wirklich eine ziemlich ähnlich, ne? Ich mach jetzt hier mal ein bisschen, so. So, 70 Mana. Wo bist denn du? Hier hab ich. Komm ich darüber? Nein, da komme ich noch nicht. Okay, da kann man da tatsächlich rüberspringen. Von der einen Seite zur anderen. Das wäre cool, ne? Geht. Aber das gelingt. Und nicht. Und noch Kisten? Nein, haben wir nicht. Ich meine, auf der Karte gibt es sogar einen Boss. Oh. Weiß nicht, wahrscheinlich sehen wir, wahrscheinlich wird das dann in der nächsten Folge zu sehen sein. Nehme ich jetzt einfach mal. Boah, hier sind so viele Möglichkeiten, wo du was bauen kannst. Scheiße. Hm. Irgendwie dann doch nicht mehr so gut. Ah ja. Was, ich mache jetzt mal einfach hier was um die Kristalle herum. Ein bisschen dämlich, aber obwohl so dämlich ist es auch nicht. Nö, nö.
So, das ist ja, das ist so ein Notfallschutz dann, ne? Mhm. Gut, das ist eine gute Idee, finde ich. Damit hier nicht direkt die Idioten durchbrechen. Ja. Aber die könnten auch hier, können die auch hier runterfallen? Oder machen die sowas nicht? Können schon. Können sie durchaus. Leider. Diese verdammten Spacken. Jetzt nicht mehr. Heikel, heikel. Ja, ja, das wird jetzt echt nicht einfach. Ich laufe gerade mal so im Ego-Modus rum. Yeah, hat so was Parkour-artiges irgendwie. Ein bisschen was von Mirror's Edge. Ja, yeah. Kennst du Mirror's Edge? Na klar, ich habe es Let's Played auf meinem Kanal. Echt? Ja. Erinnere ich mich jetzt spontan gar nicht dran. Das ist auch schon ziemlich lange her. Habe ich sogar noch auf meinem alten Computer mit sehr wenig Frames gespielt, aber ich habe es geschafft. Ja. So, okay. Ich würde sagen, die Folge ist zu Ende und in der nächsten Folge geht's hier los. Ich bin sehr gespannt, wie wir das hier gebacken bekommen. Na gut. Macht's gut. Tschö. Tschö.